Auf mein Zeichen, sofort! Sofort! Das war jetzt... Findet Ermittlung, den Eingang in die Halle der Toten zu öffnen. Sucht nach einem Mittel, um den Eingang zu öffnen, ja. Folgt mir! Durchquert die Spinnengrube oder sucht einen Weg um die Grube herum. Mir nach! Ja, machen wir sowohl als auch. Und los! Ja, sofort! Für die Freiheit! Wenn ihr an den Spinnen nicht vorbeikommt, sucht einen anderen Weg. Feindlicher Angriff! Kommt zu Kämpft! Komm. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Verteidigt euch! Ja, vorwärts! So, wir hauen uns einfach einmal durch. Und los! In die Schlacht! Schließt die Reihen! Kämpft! Verstärkt die Deckung! Auf mein Kommando! Überall. Vorwärts! So, tauen jetzt Tokada um. Ja, vorwärts! Zum Angriff! Zurück mit euch! Achtung! Bereit, folgt mir! Vorwärts! So, den Spinnenschlüssel Sofort. Haben wir schon mal. Sofort! Für die Rune! Haltet durch, Männer! Stehe bereit! Schickt sie zum Seelenfluss! Sie sind überall! Das kitzelt! Zurück mit euch! Oh, auf mich wurde ersticken gewirkt. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Mal gucken, was hat die Uro jetzt hier zu sagen? Zu euren Diensten! Was hat es mit dieser Spinnengrube auf sich? Die oberste Spinne bewacht den Schlüssel, der tiefer in das Gewölbe führt. Falls ihr sie nicht besiegen könnt, vielleicht findet ihr ja noch einen anderen Weg, einen, der nicht an den Spinnen vorbeiführt. Wir werden sehen. Diese Schalter, Hebel und Menhire treiben mich in den Wahnsinn. Und genau so haben es die Zerbiten geplant. Doch falls ihr eurem Waffenarm und eurer Zauberkunst mehr vertraut als eurem Verstand, dann solltet ihr euch diesen Spinnen widmen. Sicherlich führt euch der Weg durch die Grube ebenso ans Ziel wie der andere. Ja, hat er ja auch. Zu Befehl! Unverzüglich! Also wir nehmen schon beide Wege, dass wir alles abdecken. Die spinnenden Spinnen sind ja jetzt alle tot. Ja, Spinnenschlüssel verwenden. Der Schlüssel passt genau in die Vertiefung am Mechanismus am Turm, die sich zu bewegen. Ja. Zu euren Diensten. Ja, von hier aus geht's in die Schatzkammer. Beziehungsweise in die Kammern da oben.
Stehe verstanden. Bereit. Alles klar. Euch kann ich aber schon mal nach da drüben wieder bewegen. Der Men hier müsste noch verschlossen sein. Das ist nämlich der Schlüssel von Xalabar. Genau. Ja, die Uru ist schon wieder weg. Das heißt, für uns geht es jetzt erstmal in den Süden zu den Rätseln. Mal wieder. Ich bin überrascht, dass wir diese blöde Halle der Wächter geschafft haben, ohne einmal zu krepieren. So, hier kommen erstmal die beiden lustigen Sachen. Und ich habe leider meinen, ich probiere Rumzettel nicht mehr. Deswegen probiere ich einfach wieder rum. So, das zündet die an. Das zündet die an, aber nicht die beiden. Das macht alles Mögliche aus. Okay. Jetzt müsste ich nur noch einen finden, der die beiden anmacht. Das ist gut. Na, fast. Also fast nix. So, habe ich jetzt einen, der die beiden anmacht, ohne irgendwas anderes auszumachen? Das wäre praktisch. Nein. Mach mal wieder alles an. Okay, das ist schon fast so, wie ich es gern hätte. Nein, das nicht. Das macht wieder zu viel aus. Sieht ja schon fast gut aus. Das wiederum nicht.
Und das ist eigentlich auch der schwierigste von den allen. Jetzt habe ich wieder fast alles ausgemacht. Jetzt habe ich alles wieder ausgemacht. Das wollte ich ja natürlich nicht alles ausmachen. Jetzt bräuchte ich einen, der die beiden anmacht. Ohne irgendwas anderes auszumachen. Oder machen wir es mal so. Mal gucken, hilft der? Ein bisschen, aber nicht so, wie ich gehofft habe. Immer diese Rumprobiererei. Oh, ich habe wieder alles ausgekriegt. Okay. Ah, damit zünde ich die alle an. So, jetzt fehlen noch die zwei. Wenn ich die zwei ankriegen würde. Nein. Das ist leider nicht so, wie ich es bräuchte, weil wenn ich jetzt den aktiviere, ja, sind die beiden oberen aus. Bräuchte ich einen, der nur die beiden oberen aktiviert? Ah, oder so? Ja, aber so ist auch falsch herum, glaube ich. Genau, der wird das anmachen. Ach, der macht die beiden an und aus. Also die vier besser gesagt macht er an und aus. Bis da also die und die ankriegen. Das war... Halbkreis. Fast. Den aus und den an müsste ich kriegen. Hm.
Das war zu viel aus. Müsste ich den aus und den ankriegen, dann hätten wir es eigentlich schon fast.